So, dann haben wir heute eines meiner liebsten Themen, muss ich sagen. Gehört für mich eigentlich so zum Wichtigsten, was ich so aus der Bibel kenne, neben Golgatha, ja. Aber nochmal auch von hier aus herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid und wohlbehalten, wohl angekommen seid, ja. Und wir hoffen und beten, dass der Herr Gnade gibt zum Reden und zum Hören und zum Glauben, ja. Ich hatte euch noch was versprochen, und zwar aus dem Galaterbrief. Das möchte ich gerne vorweg schicken, weil ich gestern ja davon gesprochen hatte, dass der Segen Abrahams nicht denen zuteil wird, die Israel segnen, ja, sondern die Gemeinde. Und das schreibt Paulus in Galater 3. Wer das mit vielleicht notieren will, wollen wir uns jetzt nicht so sehr tief mit beschäftigen, aber dass ich das nicht vergesse. Ja? Galater 3, Vers 6 bis 9. Da schreibt Paulus: Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit, der Glaube, ja, so erkennt ja, dass die des Glaubens sind, da sind Abrahams Kinder, nicht die des Blutes sind, ja, nicht Fleisch und Blut des Abrahams, sondern die des Glaubens sind, da sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Durch den Glauben, alle Glaubenden sollen gesegnet werden. Ja? Und zwar aus den Völkern. Das ist das, was Gott dort sagt. Ja? Also werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Aber Israel ist heute nicht des Glaubens. Ja? Denn wenn sie das Volk Gottes wären, wären sie auch das Volk Jesu. Warum? Weil Jesus Gott ist. Aber das Volk Jesu sind sie auf keinen Fall. Also da passt was nicht zusammen. Ja? Aber Paulus sagt hier, die des Glaubens sind, das sind Gottes Kinder und die werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Ja? Und dann weiter hinten nochmal noch deutlicher, dann sagt der Paulus, Vers 16, nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen geschehen oder seinem Nachkommen. Er spricht nicht durch die Samen als durch viele, nicht durch Plural im Sinne von, das sind die Israelis, ja, sondern als durch einen Nachkommen, durch deinen Nachkommen, welcher ist? Christus. Das heißt, jetzt legt Paulus sogar die Nachkommenschaft Abrahams auf Jesus Christus aus und sagt, hier ist ja ein Singular im Hebräischen, kein Plural, ja. Also nicht auf Israel. Er macht genau das Gegenteil. Er nimmt es nicht für Israel, nicht für die Judenschaft, als ob die jetzt gesegnet werden müsste oder wir gesegnet würden, wenn wir sie segnen, sondern die Glaubenden sind hier eingesetzt. Und zum Schluss Christus selber. Warum? Weil Christus und die Glaubenden eins sind. Das ist Zeugnis der Schrift. Das ist neutestamentliche Lehre. Ja? Das ist aber was anderes, als ihr heute hört. Was passiert denn da? Nur für den Hinterkopf. Kommen wir vielleicht noch später noch drauf, wenn wir nochmal heute Nachmittag uns mit dem Glauben Abrahams beschäftigen. Aber nur, dass ich das nicht vergesse hier. Paulus schreibt das wörtlich. Das ist wörtliche Lehre im Neuen Testament. Wer sind die Nachkommen Abrahams, ja? Und wer wird da gesegnet, ja? Die Glaubenden. Jetzt zur Wiedergeburt Jerusalems. Wer hat das schon mal gehört, Wiedergeburt Jerusalems? Viele, ja? Ja. Gut, dann kann ich ein bisschen schneller machen vielleicht. Eine Schwester hat mich die Tage gefragt, warum machst du das seit Jahren? Warum predigst du denn seit Jahren über die Wiedergeburt Jerusalems? Was hilft das den Verlorenen, sagt sie. Naja, sage ich erstmal gar nichts, ja. Aber wenn du mit dem Schiff unterwegs bist und dann ruft der oben auf dem Mast Land in Sicht, was hilft es den Seeleuten? Gar nichts. Aber sie warten ja, dass sie auf Land treffen, ja. Aber es hilft dem Schiff nichts, es kommt nicht näher an Land, wenn da oben auf dem Mast einer ruft Land in Sicht. Aber alle auf dem Schiff sind plötzlich in Action, ja. Land in Sicht, ja, nach Wochen nur Wasser, ja. So, und nach 2000 Jahren Christenheit ist das für mich das Land in Sicht. Da tut sich was. Hallo, Land in Sicht. Ja? Ich habe der Schwester noch nicht geantwortet. Ich überlege und bete noch, ob ich das tun soll. Ja? Mal schauen. Sie hat mir die Mail zweimal geschrieben. Auch so ein paar spezielle Hintergründe. Aber das ist für mich Land in Sicht. Die Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Weil wir damit so viel verstehen können im Neuen Testament, was bislang dunkel war und unverständlich gewesen ist. Ja? Dass das ein wirklicher Schlüssel ist. Ich habe hier diesen Ölbaum darunter gesetzt, ja, weil ich glaube, dass das dieses Nachtgesichtbild von Sachaja ist, ja, dass die Gemeinde Jesu besteht aus Ölbaum, Jerusalem, zu Pfingsten, Ausgießung des Geistes, dann die Heiden, der Leuchter, siebenarmige Leuchter, der der Welt Licht bringt, das Evangelium bringt Licht an die Welt, und am Ende wieder Ölbaum, wieder Israel, wieder Jerusalem.
Ja, Wiedergeburt Jerusalems wäre dann praktisch diese hier hinten, ja? Das wäre die Wiedergeburt Jerusalems. Und dann wäre die Gemeinde vollständig. Und das ist etwas, glaube ich, was viele in ihrer Eschatologie übersehen haben, ja? Was man in der Bibel aber deutlich sehen kann. Und das ist für mich so dieses Land in Sicht, wenn ich so sagen soll, ja? Mal gerade schnell gucken, ob ich hier meinen Zeiger irgendwo noch finde hier. Kann ich besser zeigen. Da ist er. Okay. Ja, das ist noch was Spezielles. Da kommen wir jetzt heute wahrscheinlich so nicht zu, vielleicht in der Fragestunde. Der Sacharja sieht ja nicht nur diesen Ölbaum, Leuchter-Ölbaum, sondern er sieht ja auch noch zwei Zweige. Die gehören auch noch dazu. Das ist ja Gemeinde Jesu. Und das sind doch zwei besondere, das sind doch zwei Zweige, über die fließt das Öl in den Leuchter. Das ist auch ein Geheimnis, ja. Aber er fragt extra nochmal nach und dann sagt der Engel, weißt du nicht, was das ist? Und dann sagt der Sacharja nein und dann sagt er, das sind die beiden Leuchter und die beiden Ölbäume stehend vor dem Herrn der ganzen Erde. Und dann sind wir in Offenbarung 11. Dann sind wir bei den zwei Zeugen. Also wir kommen über dieses Thema der Wiedergeburt Jerusalems zu Themen, die eigentlich ganz verborgen sind in der Bibel, ja, und die plötzlich an die Oberfläche irgendwo kommen, ja. Wir finden diese Stellen der Wiedergeburt Jerusalems in erster Linie natürlich in Johannes 3, da geht es um das Thema der Wiedergeburt. Das ist das Thema der Wiedergeburt im Neuen Testament überhaupt. Ich glaube, im Neuen Testament gibt es fünfmal das Thema Wiedergeburt, ja, in Johannes 3. Dann schreibt Petrus zweimal davon, Paulus nochmal an Titus, wiedergeboren durch das Wasserbad im Wort. Und dass die 12 Apostel in der Stunde der Wiedergeburt sitzen werden auf 12 Thronen und die 12 Stämme Israels richten werden. Ja, das sind so die 5 Stellen, mehr gibt es gar nicht. Aber es gibt ganz viel, steht im Neuen Testament vom Glauben, ganz viel vom Glauben. Luther hat nicht so viel von der Wiedergeburt geschrieben, Luther hat vom Glauben geschrieben. Ja? Der Glaube, der gerecht macht, das war sein Thema. Die Wiedergeburt ist viele Jahrhunderte ganz in den Hintergrund getreten. Ja? Die ist eigentlich in Amerika wieder aufgekommen, als die Pilgerväter nach Amerika gezogen sind. Da sind in Amerika viele Pastoren durchs Land gegangen und haben dann vor allem die deutschen Siedler dann auch angesprochen und haben gesagt, ihr müsst euch bekehren. Dann haben sie gesagt, wir sind schon bekehrt, wir sind gut lutherisch. Und da haben die amerikanischen Pastoren gesagt, ja, seid ihr denn auch wiedergeboren? Und das war für die ganz neu, weil die da nie was gehört hatten von. Ja? Und dann hatten die evangelikalen Pastoren in Amerika nochmal so einen Ansatzpunkt, die nochmal so neu zum Glauben aufzurufen. Und das Thema Wiedergeburt ist eigentlich eins, was so, sag mal, einige hundert Jahre alt vielleicht ist. Aber während der Christenzeit, die Häufigkeit, wie das im Neuen Testament verwendet wird, ist also ungleich stärker Glauben, an Jesus Christus Glauben, Glaubensgerechtigkeit, Glauben wie Abraham. Das ist der Schwerpunkt des Neuen Testaments. Und dazu kommt auch noch dieses Geheimnis der Wiedergeburt, des Neugeborenwerdens. Ja? Und das schauen wir uns im Detail mal an. Dann gucken wir erstmal Johannes 3, dann 2. Könige 19, dann schauen wir uns ein paar Stellen aus dem Alten Testament an und aus dem Neuen und dann machen wir so eine Zusammenfassung und schließen das dann auch wieder ab. Ja? Hier fängt das eigentlich an, die ganze Geschichte. Das ist ein Foto, habe ich gemacht in Berlin. Da gibt es im Berliner Museum diesen Sanherib, ja, kann man ja anschauen, ist ja Historie, ist ja Geschichte, ist Weltgeschichte, ja. Und der hat im Jahr 702 Jerusalem belagert. Jerusalem ist dann militärisch vollkommen isoliert, ja, die Stadt Jerusalem, und wird von Sanherib belagert. Der Rabschake, der Feldherr vom Sanherib, der steht mit 185.000 Soldaten vor der Stadt. Also eine ganz bedrohliche Situation für die Stadt Jerusalem in der Zeit. Damals natürlich auch Spaltung Israels. Ja? Also im Jahr 722, 20 Jahre vorher, ist ja schon der Norden in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Das heißt also, Israel war ja geteilt in Ephraim und Juda. Der Norden ist schon in die assyrische Gefangenschaft geführt worden, 722. Und jetzt kommt 20 Jahre später der Sanherib und rückt jetzt Juda auf den Hals. Und hat Juda auch schon erobert. Und alleine übrig geblieben ist nur noch Jerusalem. Das erwarte ich für die Zukunft. Ja? Ganz Israel ist besetzt, zum Teil deportiert,
entvölkert, vermischt mit anderen Ethnien, ja, und nur die Stadt Jerusalem ist übrig wie eine Hütte im Weinberg. Das war die Situation damals und ich glaube, dass das wieder kommt, ja. Das wäre natürlich eine fatale Situation für Israel, aber ich glaube, dass das aussteht, ja. Das ist der Text, ja. Vor der Stadt steht halt dieser Feldherr und ruft dann eine nervenzerfetzende Rede in die Stadt rein und sagt, gebt auf, ihr habt keine Chance, Hiskia betrügt euch, Gott ist nicht bei euch, ich komme im Auftrag Gottes. Ich bin der, der im Auftrag Gottes da ist. Gebt auf, ihr habt keine Chance. Wird dreimal in der Bibel erwähnt, diese Geschichte, ja? Zweite Chronik, Jesaja 36 und Zweite Könige 19, Zweite Könige 18, 19. Dreimal war Gott wichtig. Warum? Weil sich das wiederholt, das kommt wieder. Das ist ein Modell 1 zu 50, was wir hier haben, für etwas, was wiederkommt. Ja? Als der Hiskia das hörte, nämlich diese Rede von dem Rabschaken, ja, dass er sagt, gebt auf, ihr habt keine Chance, ich habe alle erobert, alle Städte, alle Länder, er zählt die ja auch dann auf und er sagt, schaut euch meine Offiziere an und meine 185.000 Soldaten, ihr habt gar keine Chance. Vernunftsmäßig könnt ihr sofort aufgeben. Ja, das wäre ein Fingerschnipp gewesen. Und heute in der heutigen wissenschaftlichen Literatur ist nicht geklärt, warum der Rabschake damals Jerusalem nicht erobert hat. Das, wenn ihr Geschichtsbücher schaut, ihr könnt auch googeln oder geht dann Wikipedia, könnt ihr das euch anschauen. Und da steht, man weiß bis heute nicht, warum der die Stadt nicht erobert hat. Weil das war ein Fingerschnips für ihn. Ja? Warum schreibt man weiß das nicht? Naja, wenn man als Historiker schreibt, da ist halt ein Engel gekommen und Gott hat die Stadt bewahrt und er hat in der Nacht 185.000 Assyrer umgebracht, dann seid ihr die längste Zeit Historiker gewesen, ja? Dann könnt ihr euch euren Lehrstuhl an den Nagel hängen, ja? Dann nimmt euch ja keiner mehr ernst. Solche Torheiten erlauben nur wir uns, ja? Ja? Und sind da, glaube ich, auf der besseren Seite. Dann sagt man lieber, wir wissen das nicht. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament, ne? Jesus sagt ja auch, ich will euch auch was fragen. War die Taufe vom Johannes vom Menschen oder von Gott? Wissen wir nicht. Ja? So macht man es hier auch. Also das ist der Anfang der Militärgeschichtsschreibung weltweit. Seit der Zeit werden alle Schlachten mitgeschrieben, minutiös. Das ist eine Bibelstelle, die dreimal vorkommt. Das ist eine Bibelstelle, die man historisch nachprüfen kann. Da gibt es auch Stelen drüber. Da gibt es, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ein Prisma auch in Babylon, was man gefunden hat, wo diese Schlacht aufgeschrieben ist, ja. Wo der Sanherib schreibt, ich habe den König Hiskia eingesperrt in einen Käfig, wie man einen Vogel einsperrt. Ja? Aber er schreibt nicht, dass er Jerusalem erobert hätte. Normalerweise haben die assyrischen Könige geschrieben, ich habe die Stadt belagert, ich habe die Stadt erobert, ich habe den König gehäutet mit zwei Pferden vor den Augen seiner Kinder und so weiter. Die waren sehr, sehr grausam. Sehr, sehr grausam, die Assyrer. Ja? Die haben ihre Leute langsam sterben lassen. Und das ist von allen Städten beschrieben, aber von Hiskia steht nur, ich habe den eingesperrt wie ein Vogel in seinem Käfig. Mehr steht da nicht. Ja? Sodass man an dem Prisma, das steht in Berlin, im Berliner Museum, an dem Prisma kann man das ablesen, dass der die Stadt nicht erobert hat. Und niemand weiß, warum. Ja? Wir wissen aber, warum. Aber das ist Weltgeschichte hier. Das ist nicht irgendwie so ein frommes Poesiealbum, ja, was wir machen hier. Das ist Gottes Wort und das steht seit fast 3000 Jahren hier in der Bibel. Und jetzt kommt plötzlich die Bedeutung hoch, die kommt uns entgegen. Das empfinde ich als etwas sehr, sehr Besonderes. Das ist etwas Ungewöhnliches, ja, dass sowas passiert. Das ist nichts Normales, was man so erwarten sollte. Ja? Okay, also der König Hiskia, der hört jetzt diese Rede von dem Rabschake, ja, dass er sagt, geht auf und er ist natürlich traurig. Er zerriss seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Das ist immer gut, ne? Er geht ins Haus des Herrn und betet, ja? Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja. Also Hiskia und Jesaja sind in der Stadt zwei sehr prominente Leute, ja? Ein ganz junger, gottergebener König und einer der größten Propheten des Alten Bundes, ja? Die sind in der Stadt eingeschlossen. Und er schickte also zu dem Prophet Jesaja, dem Sohn des Amoz, und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Und darüber bin ich gestolpert. Weil wenn der Hiskia gebetet hätte oder zum Jesaja hätte ausrichten lassen, da stehen jetzt 185.000 Assyrer vor der Stadt,
morgen werden wir alle sehr, sehr langsam sterben. Das hätte ich verstehen können. Oder wenn der gebetet hätte, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot, schick deinen Engel, der uns befreit aus der Stadt. Das hätte ich verstehen können. Aber dass sein Problem ist, dass scheinbar irgendwelche Kinder nicht geboren werden können, das verstehe ich nicht. Ja, das ist so schräg. Ich mag so schräge Bibelstellen. Ja? Und die passen irgendwie so gar nicht in diesen Zusammenhang da rein. Und eigentlich macht auch niemand diese gedankliche Brücke von dieser Art von Geburt zur neutestamentlichen Wiedergeburt. Das ist auch eine weite assoziative Brücke, ja? Aber die gibt's, die ist da. Und wir schauen uns gleich an, wie die zustande kommt, ja? Sein Problem ist scheinbar, dass die Kinder nicht zur Geburt kommen können. Und ich habe einen Rabbiner gefragt. Ich war ja früher da in Immobiliendingen unterwegs und wir waren auf einer Messe irgendwo im Ausland. Und die laufen dann auch da rum mit schwarzen Hüten, schwarzen Mänteln, schwarze Schuhe. Und dann sitzen sie da und machen ihre Geschäfte. Und dann, ich kenne auch einige von denen ganz gut und bin auch befreundet zum Teil mit denen. Und habe ihn dann gefragt, einen der Rabbiner, sage ich, excuse me, ich habe da noch eine andere Question an Sie. Ja? Sie sind doch Rabbiner, kennen Sie sich aus im Tanach? Und da waren sie ein bisschen erstaunt. Dann sagt er, wieso fragt er mich danach? Und dann sagt er, ja, warum? Da sage ich hier 2. Könige 19, Hiskia und so, kennen Sie da die Stelle? Warum sagt Hiskia da, dass da keine Kinder geboren werden können? Ja? Und dann sagt er halt zu mir, oh, I'm a rabbi, but I don't practice. Ja? Also er arbeitet nicht als Rabbiner, er macht nur Real Estate. Ja, ja gut, sage ich. Dann hat er sich ein bisschen rauslaviert. Ja? Aber ich habe niemanden gefunden, der das beantworten kann. Weil das passt einfach nicht. Und das ist einfach eine Stelle, die man normalerweise jetzt auch, wo man keine Erklärung, keinen Schlüssel für hat. Man steht da irgendwie so hilflos vor, ja. Wir lassen das mal stehen, gehen mal zu Johannes 3. Das finde ich was Besonderes, diese Stelle in Johannes 3, weil da zwei sehr besondere Männer kommen da zusammen, ja. Das sind Leute, also das ist der Sohn Gottes höchstpersönlich und der Oberste der Juden, ja. Der Lehrer Israels kommt. Wahrscheinlich so 50, 55, so im besten Alter, ja. Jesus 30 Jahre, Wanderprediger, umstritten, aber erfolgreich, in Anführungsstrichen, wenn man die Vokabel da verwenden will. Und die treffen sich nachts zu einem sehr persönlichen Gespräch. Und wir dürfen da Mäuschen spielen, ja. Wir dürfen da hinsitzen und hören, was reden die da miteinander. Das ist ein hochqualitatives Gespräch, ja, was man da sieht. Das schauen wir uns mal ein bisschen an. Es fängt an damit, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Ich sage das immer gerne, weil ich das so außergewöhnlich finde, dass da steht, es war ein Mensch unter den Pharisäern. Kein Krokodil, es war ein Mensch unter vielen Krokodilen, ja? Es war ein Mensch unter vielen Wölfen oder was will das denn aussagen, ja? Man könnte ja auch sagen, da war einer unter den Pharisäern oder es gab einen Mann mit Namen Nikodemus, ja? Aber hier steht, ich glaube sogar im Griechischen Anthropos oder so, ein Mensch. Als ob man es extra erwähnen muss, ja? Unter diesen eisgekühlten Bescheid, wie gesagt, gab es einen Menschen. Und der kommt zu Jesus, das finde ich großartig, ja. Der hat den Mut, nachts natürlich, ja, war auch gefährlich, aber der geht selber hin und fragt, ja. Und der committet sich und der sagt, also der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen. So fängt er an, Rabbi, ja, respektvoll, ich meine 30 Jahre alt, zu 50, 55, ja. Und er spricht diesen jungen Zimmermann mit Rabbi an, ja. Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Aber da saß ja kein Lehrer Gottes. Jesus sagt, du hast es nicht verstanden. Setz dich hier zu. Ja? Du kommst zu mir und sagst, wir wissen. Und da ist schon der Fehler. Ich bin kein Lehrer. Ich bin auch kein Prophet. Ich bin auch kein König. Ich bin mehr als das alles. Ja? Und das hat Nikodemus so nicht verstanden. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Er versteht es biologisch. Jesus meinte das aber geistlich. Aber er versteht es biologisch. Ja? Und zwar konkret, wie soll man das, ist geistlich nicht konkret? Na, natürlich, ja. Wie soll man das sagen? Physisch, biologisch physisch. Genau wie heute der Tempel, den die Juden wohl planen, von den evangelikalen Pastoren halt,
auch physisch verstanden wird. Ja? Baukonstruktiv, aus Metall und aus Stein und Holz. Warum versteht man das nicht auch geistlich? Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber genauso hat Nikodemus ganz irdisch reagiert, aber Nikodemus war ja nicht wiedergeboren. Der hatte nicht Gottes Geist, wie sollte der das verstehen? Ja? Aber Jesus sagt zu ihm, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, voller Unverstand, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Oder hier steht eigentlich, das ist meine Lutherbibel, hier steht eigentlich im Text, bist du der Meister Israels? Ich glaube, mit bestimmtem Artikel. Bist du der Lehrer Israels und weißt das nicht? Ja? Meinen Kindern habe ich gesagt, Johannes 3, Vers 10, ganz wichtig, müsst ihr lernen für die Schule. Ihr könnt dann eure Religionslehrer fragen, Herr Sohn, so was steht denn in Johannes 3, Vers 10? Dann sagt er, das weiß ich nicht. Und dann sagt er, da steht, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ja? Haben sich sofort gemerkt auch, ja? Aber das ist das, was Jesus zu Nikodemus sagt. Aber wenn Jesus den Nikodemus tadelt, er sagt ja auch Meister. Er sagt, du bist ein Meister. Du bist mir ein ganz schöner Meister. Wieso weißt du da nichts von? Ja? Woher hätte denn Nikodemus wissen können von der Wiedergeburt? Wenn nicht aus dem Alten Testament. Ja? Es geht darum, die Meisterschaft in Israel, die Lehrerschaft, das Rabbinentum, das Reich Gottes. Es geht um die Schrift. Ja? Also muss ja dieses Thema der Wiedergeburt im Alten Testament vorhanden sein. Sonst würde Jesus Nikodemus ja nicht tadeln. Also frage ich seit 30 Jahren, wen ich auch immer erwische, du, wo steht denn von der Wiedergeburt im Alten Testament? Habe ich viele gefragt, auch bekannte Leute, promovierte Leute, Theologen aus den Brüdergemeinden, aus dem Bergischen Land und so weiter. Ja, bin ich überall hingefahren und immer, wenn ich die getroffen habe, sage ich, wo steht denn von der Wiedergeburt im Alten Testament? Was war die Antwort? In Hesekiel. Sag ich, wieso? Naja, in Hesekiel steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Naja, gut, sage ich, aber steht denn da was von geboren werden? Nee, aber wenn man Gottes Geist bekommt und wenn man ein neues Herz hat, dann ist man ja Christ, dann ist man auch wiedergeboren. Sag ich, einverstanden. Ja, bin ich einverstanden. Obwohl Gott sagt zu Israel, ich will euch geben. Ja? Aber der Punkt ist ja der, wenn Jesus sagt das ja nicht zu Nikodemus. Jesus sagt nicht zu Nikodemus, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja? Was wäre denn dann passiert? Dann hätte Nikodemus gesagt, ah, Hesekiel 11 und 36, steht zweimal in Hesekiel, weiß ich. Warum? Weil ich der Nikodemus bin, ich kenne den Tanach auswendig. Dagegen sind wir alle Stümper, inklusive mir sowieso. Ja? Das waren Fachleute, das waren wirkliche Spezialisten. Hätte Jesus gesagt, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann hätte Nikodemus gesagt, klar, Hesekiel, ja, kann ich dir auswendig aufsagen, die Bibelstellen. Ja? Macht Jesus nicht. Warum macht er das nicht? Weil er Nikodemus fordert. Überfordert. Warum macht Jesus das? Naja, weil der Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, gut, wenn du weißt, setz dich, lass uns reden über mein Wort. Und dann spricht er mit ihm über zwei Dinge, über Golgatha und über die Wiedergeburt. Und bei der Wiedergeburt scheitert schon der Nikodemus, ja? Weil er sagt ja, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Und Jesus sagt, wieso weißt du nichts davon? Du bist der Lehrer Israels, müsstest du doch wissen. Habe ich dann denen, die ich gefragt habe, auch gesagt, du bist doch der, wieso weißt du davon nichts? Ja? Das heißt, in Hesekiel steht zwar von Geistesgabe und Herztransplantation. Ich will euch meinen Geist geben, ich will euch ein neues Herz geben. Alte Herz raus, neue Herz rein. Ja? Stein an Herz raus, Fleisch an Herz rein. Das ist Herztransplantation. Ja? Aber im Krankenhaus, da wo die Herzen transplantiert werden, das ist ein anderer Stock als da, wo die Kinder geboren werden. Ja? Der OP für die Herztransplantation, der ist im dritten Stock und der Kreißsaal ist im ersten oder im fünften. Ja? Das sind zwei ganz andere Themen. Und natürlich, wenn jemand von Neuem geboren wird, im neutestamentlichen, oder wenn jemand Gottes Geist bekommt im neutestamentlichen Sinn, oder wenn jemand ein neues Herz bekommt im neutestamentlichen Sinn, dann ist er gläubig geworden an Jesus. Dann ist er auch wiedergeboren, natürlich. Aber wir müssen uns hier in die Situation hineinversetzen, wo die beiden Männer damals waren, vor 2000 Jahren im Alten Testament. Denn da war Jesus ja noch nicht gestorben und auferstanden. Ja? Das ist eine ganz andere Situation, die wir damals haben. Und Jesus überfordert den Nikodemus. Und der Nikodemus weiß keine Antwort darauf zu geben, außer zu sagen, ja, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er wieder zurück in den Leib seiner Mutter gehen?
Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass nach 2000 Jahren Christenheit die evangelikalen Pastoren das nicht wissen. Das ist mein Problem. Wieso wissen die das denn nicht? Ich meine, die wiedergeboren zu sein, ist eine heilsnotwendige Sache, oder? Das ist ja keine Kleinigkeit. Wenn ich nicht wiedergeboren bin, kann ich das Reich Gottes doch gar nicht sehen. Und wieso können die Frage nicht beantworten, wo die Wiedergeburt im Alten Testament steht? Was ist denn da los? Ja? Ich rede es mal so einfach ganz arglos aus. Ist das Stümperei, was die da tun? Kennen die das Wort denn? Müssten wir die Bibel nicht besser kennen als Nikodemus vor 2000 Jahren und ohne Geist? Ja? Müssten wir nach 2000 Jahren, wo wir sagen, wir sind wiedergeboren, das Wort Gottes nicht besser kennen? Ich meine schon, ja? Und trotzdem gab es vielleicht eine Zeit, wo das verborgen gewesen ist, ja? Also, das ist diese Dramatik, die hier eigentlich aufbricht, ja? Und es war ja eigentlich relativ unfreundlich von einem jungen Wanderprediger, wenn ich das so despektierlich sagen darf, dem Lehrer Israel zu sagen, wieso weißt du denn nichts davon? Das ist ja im Nahen Osten, ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man jemand so auf die Füße tritt. Aber Jesus hat da gar, das ist ganz straight, ja? Der geht da ganz gerade durch diese Dinge, ja? Und jetzt wird es spannend, weil jetzt gibt Jesus noch ein zweites Bild, was auch heilsnotwendig ist, nämlich Golgatha. Jetzt haben wir schon die Wiedergeburt, jetzt kommt Golgatha. Wir brauchen beides, um in den Himmel zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir brauchen Golgatha, weil da die Sünden der Welt vergeben wurden, ja, und gesühnt wurden durch Christus. Aber wir brauchen auch einen persönlichen Glauben, wir brauchen die Wiedergeburt, wir brauchen eine persönliche Umkehr. Dann kommt der Mensch in den Himmel, um das ganz kindlich so zu sagen. Das heißt, Jesus hat mit Nikodemus keine Kleinigkeiten besprochen, sondern neutestamentliche, heilsnotwendige Tatsachen. Das ist Kernpunkt unserer Verkündigung, ja. Und jetzt gibt Jesus für Golgatha den Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Er nimmt uns also, weil er der Lehrer ist. Er ist der Lehrer Israels. Mehr noch, er ist der Eigentümer. Ja, da sitzt kein Lehrer, da sitzt der Eigentümer vor Nikodemus. Und das hat Nikodemus nicht verstanden. Ja? Also das ist schon was Besonderes. Das ist auch, wenn ihr im Geschäft seid, die Leute, die nicht gläubig sind, die sehen euch und sagen, ihr seid ein Christ. Nee, das stimmt nicht. Da sitzt ein Kind Gottes vor mir. Ja, das sieht die Welt nicht. Das ist die Rolle der Gemeinde Jesu. Ja? Und das war hier auch so. Also jetzt geht Jesus weiter mit seiner Lehre. Jetzt lehrt er. Ja? Jetzt lehrt er. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt kommt Johannes 3,16, ja? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da hat Nikodemus nur noch Bahnhof verstanden. Wie erhöht? Wer muss hier erhöht werden? Du? Bist du der Sohn Gottes? Von wem redest du denn hier, eingeborener Sohn? Gott hat einen Sohn? Wovon redest du? Ja, das war kompletter Bahnhof für den Nikodemus. Aber jetzt gibt Jesus für Golgatha gibt er ihm ein Bild aus dem Alten Testament. Mose hat in der Wüste die Schlange erhöht. Ja? Sagt eine Schwester bei uns im Hauskreis, ja, aber wieso denn eine Schlange? Wieso war denn eine Schlange ein Bild auf Jesus auf Golgatha? Tolle Frage, ja? Naja, Jesus wurde zur Sünde. Gott hat Christus auf Golgatha zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Luther-Übersetzung, ja? Christus wurde zur Sünde gemacht. Der ist ertrunken in Sünde, ja, und wurde personifiziert. Wie muss man sich da fühlen, ja, wenn man aus der Heiligkeit Gottes kommt und wird zur Sünde? Das ist, als ob man euch in ein Fass voller fauler Fische steckt. Ne, das ist, glaube ich, noch nicht, das reicht noch gar nicht. Ja? Die Bibel schweigt da ja drüber. Aber er wurde zur Sünde gemacht, zur Schlange. Ja? Und Mose hat die Schlange in der Wüste erhöht und alle, die auf die Schlange schauen, das ist Glauben. Nicht die ihre Wunden versorgen und aussaugen und aufschneiden und Pulver rein, ja, und Pflaster drauf und nicht Werke. Schauen, das ist ein wunderschönes Bild, schauen auf diese Schlange, schauen auf Christus, der für uns zur Sünde gemacht wird. Das ist Sündenvergebung. Abrahams Glaube. Wir glauben, mehr als schauen brauchen wir nicht, ja. Ganz wunderschönes Bild. Könnte man also ganz viele Predigten drüber machen. Spurgeon hat darüber geschrieben, the fiery serpent, ja, die feurigen Schlangen.
Er sagte, wenn die feurigen Schlangen der Welt die Menschen beißen, die jungen Männer und die jungen Frauen, und das giftige Blut der Welt geht in ihre Adern und es beißt, und das ganz heftige Predigt von Spurgeon, wer die gerne mal lesen will, macht das gerne. Ja? Ist auch auf Englisch, glaube ich, nur. The fiery serpent, ja? Die feurigen Schlangen. Aber das ist ein Bild, was Jesus Nikodemus gibt für Golgatha. Aha. Das heißt also, wir haben jetzt zwei heilsnotwendige Dinge, die Wiedergeburt und Golgatha. Für Golgatha haben wir ein Bild aus dem Alten Testament, aber für die Wiedergeburt haben wir keins. Bis heute keins. Jesus gibt keins. Er sagt nur, es muss ja irgendwo da sein im Alten Testament. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt machen wir nachher Folgendes. Wir gehen jetzt ins Alte Testament und suchen mal nach Golgatha und finden ganz viele Stellen. Und dann machen wir genau dasselbe und gehen mit der Wiedergeburt auch ins Alte Testament und suchen danach Stellen. Wir machen also genau das, was wir mit Golgatha machen, mit der Wiedergeburt. Warum sage ich das jetzt? Weil ich euch sagen möchte, dass das keine Irrlehre ist oder Spekuliererei, was ich hier mache, sondern ich mache das, was wir mit Golgatha machen, worauf unser christlicher Glaube beruht, genau das und gar nichts anderes machen wir mit der Wiedergeburt. Ja? Wir spekulieren also nicht rum, sondern wir gucken, wie geht das denn mit Golgatha? Gibt es Golgatha überhaupt im Alten Testament? Ja, natürlich, ja. Deswegen sind wir ja Christen, keine Juden. Ja? Und dann sagen wir, okay, wenn Golgatha im Alten Testament ist, vielleicht ist die Wiedergeburt ja auch im Alten Testament. Und ich für meinen Teil glaube, alles, was im Neuen Testament steht, gibt es doch schon im Alten Testament. Alles. Es ist alles schon keimhaft dort drin. Bis zum Antichrist und bis zum Gräuelbild und bis zur Hure Babylon. Und das ist alles im Alten Testament schon drin. Vielfach. Weil Gott immer die gleiche Geschichte erzählt. Es ist immer die gleiche Geschichte. Ah, das heißt also, wenn ich diese Geschichte mal kennen würde aus dem Alten Testament, die dort schon immer wiederholt wird, dann könnte ich vielleicht die Endzeitgeschichte besser verstehen. Ja, glaube ich, unbedingt. Ja, das ist Voraussetzung. Ja. Okay, also, wo war ich denn jetzt gedanklich? Habe ich einen Gedanken, glaube ich, fallen lassen irgendwo. Vielleicht fällt er mir wieder ein. Ja? Aber achso, das sind die beiden Bilder, die Jesus dem Nikodemus gibt. Und wir gucken jetzt nach Bildern aus dem Alten Testament, im Alten Testament nach der Kreuzigung. Und dann gucken wir im Alten Testament auch nach der Wiedergeburt. Ja? Das haben wir schon gemacht, das habe ich euch auch gezeigt. Wiedergeburt. Okay, gibt es Bilder im Alten Testament für Golgatha? Wüsstet ihr eins? Na, eins haben wir schon. Ja? Gibt es noch andere Bilder? Abraham, ja? Abraham, Isaak, ja? Isaak trägt das Brandopfer auf dem Berg Moria, ja? Ganz klassisches Bild, ja? Bitte? Bitte? Zehnte Plage? Ach, mit dem Blut an dem Türpfosten gestrichen, ja? Blut auf Holz, ja? Ja, ist auch ein Bild. Bild auf Golgatha. Opfervorschriften. Ja, Schuldopfer, ganz oft Bilder auf Golgatha. Verflucht ist, wer am Holz hängt, steht im Alten Testament. Ja? Ist durch Christus, Christus ist ein Fluch geworden für uns. Ja? Zur Schlange geworden für uns. Also das Alte Testament ist ganz, hat ganz viele, viele Bibelstellen, die wir kennen auch als Christen und die für uns gar kein Problem sind, ja? Die für uns auch aus Bibelstunden bekannt sind. Aber wir dürften so eine Bibelstunde nicht in der Synagoge halten. Ja? Die Rabbiner würden uns hochkant rauswerfen. Die würden sagen, was macht ihr denn mit unserem Tanach? Ihr könnt doch wohl nicht hergehen und sagen, dass Mose in der Wüste Schlange erhöht hat, dass das ein Bild auf Jesus war. Das kann ja wohl nicht sein. Ja? Das heißt also, wir tun schon, wenn wir das Alte Testament auf Jesus und auf Golgatha auslegen, tun wir schon in Bezug auf das Judentum etwas Ketzerisches. Die sagen nämlich, ihr ändert unseren Tanach ab. Nein, nein, tun wir nicht. Johannes sagt, wir schreiben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was ihr von Anfang an hattet. Wiederum schreiben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt, das Licht des Geistes. Das Licht des Geistes leuchtet auf dieses Alte Testament. Und Luther sagt, das Alte Testament treibt Christus. Wie sagt man dazu? Das Alte Testament handelt schon von Christus. Und durch dieses Licht des Geistes verstehen wir deren Tanach. Und das ist ärgerlich für die. Die wollen das nicht, ja? Weil sie wissen, dass das nach Tempeljudentum 70 nach Christus damit hinten runterfällt, ja? Aber das tun wir und da sind wir überzeugt von, weil das Bilder auf Golgatha sind im Alten Testament. Ja? Mal gerade gucken hier.
Also Wiedergeburt, dennoch Tadel. Woher hätte Nikodemus von Golgatha wissen können? Aus dem Alten Testament. Ja? Und jetzt habe ich ein paar Stellen mitgebracht. Natürlich Abraham und Isaak, ja? Brandopferaltar auf dem Berg Moria. Das Passahlamm, der Sündenbock, der in die Wüste getrieben wird, wo man die Hand drauf legt, ja? Der dann weggetrieben wird in die Wüste. Mose erhöht die eherne Schlange. Das ist das, was Jesus nimmt, dieses Bild, 4. Mose 21. Dann verflucht ist, wer am Holz hängt, 5. Mose 21 und Galater 3. Galater 3 nimmt Paulus das auf. Ja? Der Immanuel in Jesaja 7, der Gottesknecht in Jesaja 53, der Leidenspsalm, Psalm 22, 22 immer die Leidenszahl, ja? Kann man es vielleicht merken als Gedankenstütze. Alle Sünd, Schuld, Schlacht und Speisopfer und so weiter. Das Alte Testament ist voll von Golgatha, von der Vorhersage auf Golgatha, auf Jesus Christus. Ja? Für Nikodemus damals auch noch ein Geheimnis. Für euch ist das Marschgepäck, ihr kennt das. Ja, niemand würde sich aufregen darüber, wenn man so eine Bibelstunde machen würde hier über den Leidenspsalm. Ja, würden alle sagen, ja, das ist so. Ja. Das war hoch umstritten früher. Ja. Und jetzt machen wir Folgendes und fragen uns, wo ist denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Also wir machen genau dasselbe und suchen jetzt nach der Wiedergeburt im Alten Testament. Wenn wir nach Golgatha im Alten Testament suchen, dann könnte man natürlich eine Konkordanz nehmen oder mit dem Computer suchen, geben wir Golgatha ein, Enter, und dann findet er nur Stellen im Neuen Testament. Ja? Warum findet er denn nur im Neuen Testament Stellen? Naja, weil Golgatha wörtlich im Alten Testament überhaupt nicht steht. Was steht denn da im Alten Testament? Da stehen Bilder. Das sind Bilder auf Golgatha. Bilder, die der Deutung bedürfen, der Auslegung, der Exegese. Ja? Das heißt, da steht nicht wörtlich Golgatha, sondern da stehen alle diese Stellen, die wir eben gesehen haben. Aha, dann machen wir vielleicht Folgendes und suchen mal nach Bildern für die Wiedergeburt. Welches Bild sollte man denn da erwarten bei der Wiedergeburt? Naja, ein Bild, was mit Geburt zu tun hat, oder? Vielleicht mit Geburtswehen. Vielleicht mit einer Frau, die schwanger wird. Das wären doch die Bilder, die man im Alten Testament eigentlich suchen sollte und wo man dann die Beziehungen wieder ins Neue Testament auch ziehen könnte. Das fehlt mir bei den Theologen heute, ja. Aber gut, das ist immer geantwortet worden, ja. Hesekiel 11, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Israel, ja, hier steht nichts von Geburt. Mittelbar vielleicht, ja. Aber Nikodemus wäre nie auf die Idee gekommen und Jesus hat ihn nicht danach gefragt, ja. Und dasselbe gibt es nochmal in Hesekiel 36. Ich will euch, Israel, ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Fleischerne Herz raus, und steinerne Herz raus, fleischerne Herz rein. Ja? Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Ja? Das war das, was die Verheißung in Hesekiel. Sonst hat man keine Stelle. Seit 30 Jahren, ich frage alle Leute, ihr könnt das auch versuchen, fragt mal euren Pastor. Wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Ja? Der wird bestenfalls noch das wissen. Und dann hat sich's, ja? Mehr gibt's nicht. Ja? Ja. Ist eine Bibelstelle. Ja, wieso fragst du? Ist das kein Hinweis? Auf die Wiedergeburt? Ja. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, hat einen bestimmten Grund. Aber ist natürlich eine gute Stelle, ja? Wichtige Stelle. Paulus zitiert das in Römer 11, Jesaja 59, ja? Und Jesaja 27, er kombiniert das da. Paulus sagt in Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden. Ist schön, dass du das ansprichst gerade, weil das passt auch gut zum Thema. Warum? Weil immer, wenn ich von der Wiedergeburt Jerusalems spreche, in Rumänien war das auch der Fall, bei einem Gottesdienst habe ich das gemacht und dann hat der Pastor danach Römer 11 gelesen. Da steht, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das schreibt Paulus. Das liest man aber immer nur halb. Man liest immer nur, dass ganz Israel gerettet wird. Punkt. Aber warum liest man nicht den Zusammenhang? Ja? Und jetzt hört mal genau hin. Der Paulus sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden, denn es wird ein Erlöser zu Zion kommen, der das gottlose Wesen von Jakob abwendet. Frage, wann kam denn der Erlöser nach Zion? Naja, vor 2000 Jahren. Aber hat er damals das gottlose Wesen von Jakob abgewendet? Nein, da ist er gestorben für die Sünden der Welt.
Aber in der Endzeit kommt er nochmal wieder. Wann denn? Naja, kurz vorm tausendjährigen Reich, auf den Ölberg. Und dann wird er ganz Israel retten. Wovon denn? Vom Antichrist und seinen Truppen. Ja? Das heißt also, diese Stelle in Römer 11, die spricht vom Kommen Christi auf den Ölberg. Denn Christus, der Gesalbte, der kam zweimal nach Zion. Einmal vor 2000 Jahren, das kann Paulus nicht gemeint haben in Römer 11. Aber er wird nochmal kommen. Ja? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, wird ganz Israel gerettet werden, denn es wird ein Erlöser nach Zion kommen und abwesen das gottlose Wesen von Jakob. Das ist Römer 11 im Zusammenhang. Aber dann spricht Römer 11, und er zitiert Jesaja 59, dann spricht Römer 11 vom zweiten Kommen Christi auf den Ölberg. Genau. War da die Entrückung schon? Ja. Warum? Weil die Gemeinde ja mit Christus auf den Ölberg kommt. Ja? Also ist Römer 11 nach der Entrückung. Weil die Römer 11 ja davon spricht, dass der Gesalbte nach Zion kommt. Er kommt dann auf den Ölberg und er wird dann das, was noch übrig ist von Israel, und das wird nicht mehr viel sein, das wird er retten, irdisch retten und damit sein tausendjähriges Reich aufbauen. Das heißt, Römer 11 spricht vom Ende der 70. Jahrwoche, ganz, ganz am Ende der 70. Jahrwoche nach der Entrückung, ja, zeitlich. Ich spreche aber mit der Wiedergeburt Jerusalems vom Anfang der 70. Jahrwoche. Und das ist das Missverständnis, was immer wieder auftritt. Ja? Also ich habe in Rumänien jetzt zum Beispiel, das ist mir gerade so präsent, über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen. Der Tag, an dem Jerusalem wiedergeboren wird, ist der Beginn der 70. Jahrwoche. Der Pastor hört das und steht nachher auf und liest aber Römer 11 ganz am Ende der 70. Jahrwoche. Und ich habe das mehrfach erlebt, ja, auch mit dem Pfarrer im Osten, in Ostdeutschland. Der sagt dann zu mir, mich ärgert das, dass du immer auf dieser Wiedergeburt Jerusalems rumreitest. Ja, ganz Israel wird gerettet werden. Ja, sage ich, aber wann? Ich rede doch von der Wiedergeburt Jerusalems. Nicht ganz Israel, nur Jerusalem wird wiedergeboren. Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, gehören die dann zur Gemeinde Jesu? Ah ja, so wie wir. Eigentlich noch mehr wie wir, sage ich immer. Warum? Naja, weil denen die ganzen Verheißungen ja geschehen sind. Wir Goi, wir sind ja nur Gnadenwahl. Wir gehören trotzdem genauso zu Jesus wie die, ja? Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann werden alle, die in Jerusalem zum Glauben an Jesus kommen, zur Leibesgemeinde Jesu gehören. Ja? Kann denn dann schon eine Entrückung gewesen sein? Nein. Warum? Ja, weil es nur eine Entrückung gibt. Und entrückt wird Ölbaum, Leuchter und Ölbaum. Das heißt, wenn das fertig ist, erst wenn Jerusalem wiedergeboren ist, erst dann kann es Entrückung geben. Und vorher kann es noch keine Entrückung geben. Und das ist ein Problem jetzt für manche Missionare, so waren in der Schweiz in einem Missionswerk, hat mich jemand sehr lieb empfangen, haben wir darüber gesprochen, hat nicht lange gedauert, und dann fragt er irgendwann, ja, wo ist denn der Haken an der Sache? Und der geneigte Leser weiß natürlich, was er damit meint. Wann ist denn für dich der Zeitpunkt der Entrückung? Ja, ja, sage ich, also bis zur Wiedergeburt Jerusalems kann keine Entrückung gewesen sein. Sonst würde ja die Gemeinde nur teilweise entrückt, ja? Und dann müsste es ja eine Zeit lang dauern, bis Jerusalem auch noch wiedergeboren wird. Und dann müssten die ja nochmal separat entrückt werden, oder das passt ja alles nicht zusammen. Also glaube ich, dass bis zur Wiedergeburt Jerusalems noch keine Entrückung da sein wird. Also so lange können wir noch in Ruhe unser Geschäft machen und das Evangelium noch ein bisschen treiben und nicht sagen, ich werde jetzt jeden Augenblick entrückt. Diese Nüchternheit müssen wir haben im Glauben. Paulus sagt, seid nüchtern. Was ist denn Nüchternheit? Das Wortgebundene, ja? Also das sind so Punkte, wo ich sage, man hat eigentlich das verloren, und von den Pastoren weiß niemand, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt steht. Das finde ich dramatisch. Stellt euch vor, von den Pastoren wüsste niemand, wo im Alten Testament von Golgatha steht. Ja, Golgatha ist ja heilsnotwendig. Ja, die Wiedergeburt auch. So dramatisch ist das. Ja? Und wir machen jetzt gar nichts anderes. Deswegen sage ich, wir haben jetzt geguckt, wo ist denn Golgatha im Alten Testament? Haben wir ganz viele Stellen gefunden. Und jetzt gucken, wo ist denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Jetzt suchen wir also Bilder, wo es um Geburt geht. Kennt ihr vielleicht eine Bibelstelle, wo es um Geburt geht in der Bibel? Im Alten Testament? Immanuel, Jesaja 7, genau, ja. Da geht es um Geburt. Jesaja 8 geht es um Geburt. Jesaja 53, Jesaja 66, da geht es immer wieder um Geburt. Ja, ganz, ganz häufig. Sarah, oder? Abraham, Sarah. Sarah hat im hohen Alter noch geboren, ein Kind, hat keiner mehr erwartet, ja? War ein Kind der Verheißung, oder? Was wäre denn, wenn Jerusalem gebiert im hohen Alter nach 2000 Jahren, hat keiner mehr erwartet, oder? Kind der Verheißung. Das ist erstaunlich. Kommen wir bei dem Abrahamsglauben nachher noch ein bisschen drauf, ja?
Das ist etwas, ich werbe nur um Vertrauen, ja? Weil das etwas ist, was ihr sonst nirgendwo hört und was auch viele angreifen, weil die sagen, wenn das stimmt, was der Klein sagt, dann ist die unmittelbare und sofort und jederzeit mögliche Entrückung nicht mehr möglich. Und das ist ja unser Dogma, wo wir festhalten wollen dran, ja? Das heißt, dann würde ja die Vorentrückung und die jederzeit mögliche Entrückung, die würde ja fallen. Und das können wir unserer Gemeinde nicht zumuten und deswegen schweigen wir das lieber weg. Ja, das drückt man dann weg. Ja, das ist der Grund. Deswegen werbe ich ein bisschen um Vertrauen und sage, guck mal, wir machen ja mit Golgatha machen wir ja gar nichts anderes, als wir jetzt mit der Wiedergeburt auch machen. Ja? Und wir kommen zu ganz spannenden Ergebnissen. Ja? Also wenn man Hesekiel 11 und 36 ansieht, dann geht es da um Herztransplantation und Gabe des Geistes, aber keine Geburt, keine Wiedergeburt. Ja? Das heißt, Nikodemus hätte das nie assoziiert in den Stellen, hat er ja auch dann nicht. Ja? Hätte Jesus gesagt, du musst ein neues Herz und einen neuen Geist haben, hätte Nikodemus sofort an Hesekiel gedacht. Weil er kannte die Bibel auswendig, er hätte sofort beide Kapitel zitiert. Aber Jesus überfordert Nikodemus absichtlich. Der sagt, setz dich hin, hör zu. Wie soll ich dir das erklären? Wie jemand, der wiedergeboren ist, ist wie der Wind. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus, du bist ein Theologe. Das ist schwierig, dir zu erklären. Ja, ich will nicht immer über die Theologen schimpfen, bitte. Ja, meine Tochter studiert auch Theologie. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und es gibt gute Theologen. Und es ist gut, dass es Theologie gibt. Ja, also das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ja. Ich will damit nur sagen, es gibt halt auch andere Pastoren, die jetzt Verantwortung für Gemeinde haben, die Bibel lehren. Die müssten das wissen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja? Okay, also du musst ein neues Herz und einen neuen Geist haben. Hätte Jesus das gesagt, hätte Nikodemus sofort an Hesekiel gedacht. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, du brauchst nicht nur ein neues Herz, du brauchst auch eine neue Milz, eine neue Lunge, eine neue Leber, zwei neue Unterschenkel und zwei neue Oberschenkel. Du musst ganz neu werden. Du musst ganz von neuem geboren werden. Und das war für Nikodemus nicht verständlich. Das hat er nicht verstehen können. Das entzog sich seinem Horizont, seinem alttestamentlichen Horizont. Ja? Und deswegen überfordert Jesus Nikodemus absichtlich, weil Nikodemus ja kam und sagt, wir wissen, du bist. Wir wissen, wir definieren dich jetzt. Wir definieren dich, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, weil wir nämlich gesehen haben, dass du Zeichen und Wunder tust. Und es kann ja nur jemand, wenn Gott mit ihm ist. Und es war ein großes Entgegenkommen von Nikodemus, ja, dem Wanderprediger Jesus gegenüber. Ein sehr großes Entgegenkommen. Es war ein Kompliment. Und Jesus ist unbestechlich und sagt, setz dich, wie soll ich dir das erklären? Du musst von neuem geboren werden. Ja? Im Alten Testament musste man etwas tun, Gesetz tun. Im Neuen Testament muss man etwas sein. Das sind zwei Welten. Ja? Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Bibelstellen im Alten Testament an, wo es tatsächlich um Geburt geht. Hier Jeremia. Ja? Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her. Das ist jetzt das Jahr 586. Oder früher noch, 605. Also Nebukadnezar zieht Richtung Jerusalem und belagert Jerusalem. Ja? 609 bis 605. Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her, von Norden, ja? Und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim, auch wieder Norden. Von Norden kommen die Truppen von Nebukadnezar. Sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei und gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem herlagern wie die Wächter auf dem Felde, denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Es geht immer um Jerusalem irgendwie, ja? Nicht um Israel, nicht die Wiedergeburt Israels, sondern die Wiedergeburt Jerusalems. Das ist ein Unterschied, ja? Und dann kommen wir hier zu dem Vers, denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden. Ach, jetzt geht es um Geburt, ja? Jetzt geht es um Gebären, jetzt geht es um Wehen, ja? Angstrufe wie einer, die in ersten Kindsnöten ist, die in ersten Wehen liegt. Ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet. Ach, weh mir, ich muss schier vergehen vor den Bürgern. Das heißt, jetzt ziehen die Truppen von Nebukadnezar nach Jerusalem rauf und belagern die Tochter Zion. Und die Bibel spricht jetzt, oder Jeremia auch, ja, weissagt im Geist, als ob die Tochter Zion in Bedrängnis kommt. Und diese Bedrängnis und diese Angst der Belagerten in der Stadt vergleicht die Bibel, wie als ob jemand Wehen bekommt. Als ob die Tochter Zion in Wehen kommt. Das ist das Bild aus dem Alten Testament. Das ist ein Bild. Aber hier geht es um Geburt. Ja, wer soll denn da gebären? Naja, Zion. Jerusalem soll gebären. Hat Jerusalem schon geboren? Ja.
Wann denn? Zu Pfingsten. Ja? Hat Jerusalem da Wehen gehabt? Nö. Dazu hätte Jerusalem ja belagert sein müssen. Ja? Aber Jesus spricht für die Endzeit noch von Wehen. Er kündigt das ja nochmal an. Er sagt, in der letzten Zeit wird es geben teure Zeit und Erdbeben und Kriege und Kriegsgerüchte. Ja? Das alles ist der Anfang der Odinei, der Geburtswehen. Da kommen nochmal Wehen. Warum? Weil das alte Zion im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal Wiedergeburt erlebt, wie damals, wie zu Pfingsten. Das ist wie die Sarah. Ja? Die Sarah gebiert im hohen Alter, wie alt war die denn da, 90 oder was, ja? Gebiert die noch ein Kind, und dann nennt die das Kind Isaak. Warum? Er sagt, weil die Leute werden lachen, wenn die das hören. Ja? Die werden lachen, warum? Man weiß nicht genau, ob die mit der Sarah lachen und sich freuen, weil die ein Kind bekommen hat, oder ob die über die Sarah lachen. Das ist wie im Deutschen, kann man nicht unterscheiden, ja? Aber wenn ich sage, Jerusalem wird wiedergeboren in der letzten Zeit, dann lachen die Leute mich auch aus. Ich sage, du bist verrückt. Ganz Israel wird gerettet werden. Wer hat denn gehört, dass Jerusalem nochmal zum Glauben an Jesus kommt? Das ist doch ein Blödsinn. Haha, ja? Ein Missionar sagt zu mir, das wird nie, nie, nie passieren. Dass die Rabbiner an Jesus glauben in Jerusalem, das wird dreimal nie, ja? Das wird nie passieren. Weil der weiß, wie groß die Abneigung der Rabbiner gegen Jesus ist. Ja? Und ich behaupte das nicht, weil ich das in der Zeitung gelesen hätte. Das sagt die Heilige Schrift. Das ist auch unglaublich. Ja? Aber Golgatha ist auch unglaublich. Ja? Ist trotzdem passiert. Das heißt, wir haben hier ein Geheimnis, decken wir langsam auf, was verborgen gewesen ist. Und was ganz viele Leute gar nicht wissen. Und ich freue mich darüber, dass ihr das so nachvollziehen könnt. Es ist auch nicht so schwer zu verstehen. Aber wenn ich ein dogmatisches Gebäude habe und ich merke, dass das hier damit zusammenfällt, dann habe ich ein Problem, wenn ich über Jahrzehnte hinweg was gepredigt habe oder Bücher darüber geschrieben habe. Ja? Dann müsste ich mich ja korrigieren. Dann ging es mir ja wie dem Nikodemus. Der hat ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis er so weit war. Ja? Das hat ja gedauert. Und als der unter Golgatha steht und sieht, wie Jesus stirbt, da sagt er, jetzt ist er erhöht. Jetzt verstehe ich. Aber wieso denn Schlange? Sagt er, wieso ist Jesus denn? Ja, und dann langsam erschließt sich ihm das, ja? Und dann fängt er an zu verstehen. Ja, und wunderschöne, also ganz herzergreifende Sache auch, ja? Wie Nikodemus da zum Glauben kommt auch nachher. Aber der hat Zeit gebraucht, ja? Aber was wir hier tun, ist, wir decken ein Geheimnis auf. Und das ist fast wie in so Filmen, wo es heißt, die alten Weissagungen werden wahr. Es wird einer kommen, der, ja, so gibt es ja so Fantasy-Filme, ja? Ich will das nicht profan reden jetzt, aber das tun wir hier. Das, und zwar mit der Heiligen Schrift, nicht mit irgendwas. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine Bibelstelle, die schon mal von einer Gebärenden spricht, die schwanger ist, ja, die Kindsnöte hat und die da keucht, ja, und alles in Verbindung mit der Tochter Zion. Ein prophetisches Bild, was die Bibel zeigt. Ja? Und hier gibt es Jeremia 30, Vers 6, die finde ich ganz toll, die Bibelstelle, weil die ist Vogue. Ja? Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären, ob Männer Kinder bekommen können. Nein, sagt er, damals noch. Ja, heute geht das ja alles, ja, aber damals war das unmöglich, ja. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Scheinbar ist da ganz Jerusalem in Wehen, sogar die Männer, als ob Gott sagen will, hallo, hört ihr, was ich hier sage? Das ist so schräg, das passt nicht in eure Theologie, aber das ist trotzdem inspiriertes Wort Gottes, das lassen wir so stehen. Gott sei Dank haben die Rabbiner das nicht verändert, sondern so schräg immer wieder abgeschrieben und nicht verschlimmbessert, indem sie gedacht haben, wir müssen das ein bisschen geschmeidiger übersetzen. Das haben die so weitergegeben, ja? Und die wussten nicht, worum das geht, das ist uns zum Segen heute. Ja? Das heißt also, hier ist es so, wenn die Babylonier anrücken, eben haben wir noch von den Assyrern gesprochen bei Hiskia, jetzt kommen die Babylonier, dass dasselbe wieder passiert, als ob sogar Männer wie Frauen schwanger werden und in Wehen kommen. So stark sind die Wehen damals gewesen, ja? Micha 4, wir suchen jetzt lauter Bibelstellen im Alten Testament, wo es um Schwangerschaft geht, ja? Weil wir haben ja ein Bild für Golgatha gehabt und jetzt suchen wir Bilder für die Geburt, ja? Und listen so ein paar auf. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh angekommen ist, wie eine in Kindsnöten? Wird Zion hier gefragt, Jerusalem. Nicht Israel, nicht Wiedergeburt Israels, 1948, ja? Sondern Wiedergeburt Jerusalems. Leide doch solch Weh und kreise, du Tochter Zion.
wie eine in Kindsnöten. Aha, also Zion kommt irgendwie in Wehen und wird irgendwo belagert von einem Heer. Und dieses Bild ist, dass die Tochter Zion in Geburtswehen kommt und auch gebären soll. Genau, das ist die alttestamentliche Prophetie. Danach hat Jesus Nikodemus eigentlich gefragt. Aber das war so verborgen. Ja, das war ein wirkliches... Aber merkt ihr, wie Jesus den Nikodemus fordert? Wie er sagt, okay, wenn du kommst und sagst, wir wissen, dann lass uns reden über mein Wort. Ja? Also er fordert ihn wirklich heraus. Und jetzt wird es spannend, weil nämlich jetzt der Vers auch zeigt, dass Jerusalem nicht nur Wehen bekommt, sondern auch gebären wird. Ja? Micha 5, Vers 3, liest man immer zu Weihnachten die Verse. Indes lässt er sie plagen, nämlich Zion, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, nämlich Zion, geboren habe. Da werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Ach so, da wird also Zion so lange belagert werden, bis die, die gebären soll, weil sie verheißen ist, auch geboren hat. Genau. Das heißt jetzt aber, dass Jerusalem nicht nur in Wehen kommt, sondern auch gebiert. Das sagt Micha 5. Das ist eine wichtige Information für uns, weil wir jetzt nicht nur sagen, Jerusalem kommt in Wehen, wann auch immer, sondern da wird auch Geburt entstehen. Was denn für eine Geburt? Wiedergeburt. Neutestamentliche Wiedergeburt. In Jerusalem? Naja, natürlich. Deswegen hat ja Jesus die Jünger vom See Genezareth nach Jerusalem raufgeschickt. Er hat gesagt, geht hinauf nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Welche Verheißung? Der Geistesausgießung. Ja, wieso, aber wurde der Geist Gottes denn am See Genezareth nicht auch ausgegossen? Hätten die doch da bleiben können. Nein. Warum wurde denn der Geist Gottes nur in Jerusalem ausgegossen? Weil nur dort Wehen sein werden und weil nur dort Geburt ist, weil Zion gebären wird. Nicht Tiberias, nicht Moskau, nicht Berlin, nicht ja, New York. Zion. Die Tochter Zion gebiert, das ist das Bild. Deswegen schickt Jesus die Jünger, die sind ja alle an den See Genezareth gegangen, sagen, komm, wir gehen wieder fischen, die haben ja resigniert, ja. Dann sehen sie den auferstandenen Herrn und dann schickt der sie rauf nach Jerusalem und sagt, wartet dort. Nicht Hölzchen ziehen und Ersatz für Judas suchen. Ja, haben die ja gemacht. War ein bisschen voreilig. Er sagt, wartet auf die Verheißung, denn dort wird Gottes Geist ausgegossen werden. Und dann würde das hier in Erfüllung gehen. Teilweise. Warum denn nur teilweise? Naja, weil Geburt schon stattfinden wird zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Da war ja Wiedergeburt. Aber vor 2000 Jahren war keine Belagerung. Es war ja römischer Friede. Es gab kein aktuelles Kriegsgeschehen. Ja, dann war ja Jerusalem, hat dann ja geboren ohne Wehen. Ja. Ja, geht sowas? Nein. Erst kommen die Wehen und dann kommt die Geburt. Aber Jerusalem hat also geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Ja, wer hat solches je gesehen? Wer hat solches je gehört? Kann auch ein Land oder ein Volk auf einmal geboren werden, ehe es denn die Wehen hatte? Nun hat aber doch schon Zion geboren. Kaum hat sie Wehen angekommen, ist sie schon geboren eines Knaben. Sollte ich, der Herr, ja, verschließen, der geboren werden lässt? Jesaja 66. Aha. Das würde heißen, Jesaja 66 hat über die Wiedergeburt zu Pfingsten geweissagt, ja. Heißt das dann, dass alles, was im Neuen Testament vorkommt, auch schon im Alten Testament vorhergesagt ist? Ja. Das ist ja gerade der Grund, was uns im Glauben so festmacht. Wir sind ja nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern das wahre Licht scheint jetzt auf Jesaja 66. Jetzt verstehen wir, dass Jesaja 66 von Pfingsten redet. Und Jesus geht noch weiter, weil Jesus in der Endzeitrede sagt, da werden noch mal Wehen kommen. Und die kamen nicht, als Titus da war. Ja? Da werden noch mal Wehen kommen in der letzten Zeit. Warum? Naja, weil Jerusalem belagert werden wird. Wie damals. Weil Jerusalem isoliert sein wird, politisch und militärisch. Wie damals. Weil der Staat Israel auseinandergebrochen sein wird. Wie damals. Es wird alles so werden wie damals. Es wird biblisch. Und wer seine Bibel kennt, der hat eine ganz gute, nüchterne Basis für das, was noch kommt oder was noch passiert. Dann sind wir nüchtern und wachen. Ja? Und Jesus sagt, Zeit oder Stunde könnt ihr nicht berechnen. Aber warum achtet ihr nicht auf die Zeichen der Zeit? Ja? Das heißt also, wir können nicht das Datum berechnen, wann Jesus wiederkommt, aber wir können auf Ereignisse achten.
Und die Ereignisse sind Punkt 1, Jerusalem bricht auseinander. Israel bricht auseinander. Punkt 2, Jerusalem wird von neuem geboren. Das sind die Ereignisse. Wenn das passiert, dann dauert es nicht mehr lang, bis Jesus kommt. Ja? Wenn der Feigenbaum Blätter trägt, aber wir wollen nicht zu weit gehen. Ich gehe das mal noch schnell hier durch. Ich hoffe, dass wir das noch so weit hinkriegen. Also alle diese Bibelstellen stehen in Verbindung mit Jerusalem und die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung wird mit Geburtswehen verglichen. Und der Hiskia, der sagt, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Warum fehlte denn die Kraft zu gebären damals? Naja, weil der Geist Gottes noch gar nicht ausgegossen war. Ja? Das heißt, wenn der Geist Gottes damals ausgegossen gewesen wäre, hypothetisch, dann hätte die Stadt Jerusalem damals ja zur Wiedergeburt kommen können. Genau. Ja gut, aber damals war der Geist Gottes ja noch nicht ausgegossen. Ja, stimmt. Wann wurde der denn ausgegossen? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Das heißt also, diese Begebenheit hier im Jahr 702 vor Christus, da hat es noch 732 Jahre gedauert ungefähr, 735 Jahre, bis der Geist Gottes ausgegossen wurde. Und weil der Geist Gottes zur Zeit Hiskias noch nicht da war, sagt der Hiskia, es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Und jetzt sehen wir, dass das hochexakt ist, was hier steht. Das ist nicht einfach nur so hingeschrieben. Das bekommt plötzlich alles Sinn. Ja? Der Hiskia sagt, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, weil nämlich der Belagerer vor der Stadt steht. Das wird auch wieder kommen, ja, in der letzten Zeit. Die Kinder sind gekommen an die Geburt, ja, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Es ist keine Kraft, aber kein Geist da ist. Wenn aber heute Jerusalem belagert würde, nächste Woche, übernächste Woche, Gaza-Krieg ist vorbei, plötzlich sagt der Netanjahu, ich kandidiere wieder, dann sagen die im Norden, ne, mit dir nicht mehr, das haben wir schon mal gemacht, machen wir nicht mehr. Ich fabuliere, ja, aber das wäre so, um das ein bisschen plastisch zu machen, dass die sagen, ne, wir haben immer nur Ärger mit dir, machen wir nicht mehr, wir machen unseren eigenen Staat jetzt endgültig, wir haben die Nase voll vom Netanjahu, dann würde Israel sich auseinanderbegeben. Ja, und dann würde irgendwann Jerusalem in einen Krieg eintreten und würde belagert werden. Und in diesem nahöstlichen Krieg, und das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass es da unten kracht, ja, da würde in den Nachrichten abends dann irgendwann gemeldet werden, in diesen Kriegswirren da unten, in bürgerkriegsähnlichen Zuständen der Belagerung der Stadt Jerusalem, gab es eine religiöse Rückbesinnung der orthodoxen Juden auf den Messias. Die glauben jetzt an den Messias. Glauben, dass Jesus der Messias war. Und das werden die lauthals verkünden, werden die das. Da können die nicht schweigen. Das werden die laut in die Welt hinausrufen. Ja? Aber die Deutschen werden das nicht verstehen, die ihre Bibel nicht kennen. Ja, die sagen, da gibt es immer mal so ein bisschen Verworrenheit. Die warten ja auf, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ist ja der Messias. Ja? Jetzt haben sie halt irgendeinen Messias gefunden. Ja? Weiblichen Messias haben sie schon gehabt. Rabbiner haben in den letzten Jahren immer gesagt, ah, zu Ostern kommt der Messias, ja. Die warten da händeringend drauf. Und wenn das passiert, da unten, dann wird die Welt das sehen und doch nicht sehen. Die wird das nicht verstehen. Aber ihr, weil ihr eure Bibel kennt und weil ihr wisst, was verheißen ist, wir werden das sehen. Und dieses Datum, das müssen wir uns im Kalender rot anstreichen. Dann kommt Jesus bald. Wenn wir das noch erleben. Ja? Wir, die wir noch leben und übrig bleiben, werden zugleich mit denen entrückt. Ja? Das sagt Paulus. Übrig bleiben. Was meint er? Was passiert denn da, dass man übrig bleibt? Ja, das muss man mal überlegen. Aber gut, also so ist praktisch da der Ablauf, dass man das hier plötzlich auch versteht, warum Hiskia sagt, als ob Kinder geboren werden können, aber es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Aber wenn Jerusalem heute belagert werden würde von einem Heer, dann könnte heute die ganze Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus kommen. Warum? Weil der Geist Gottes seit 2000 Jahren ausgegossen ist. Und dann hätte man den Abschluss der Gemeindezeit. Dann hat die Gemeinde dort ihren Abschluss gefunden, wo sie angefangen hat. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ja? Das Evangelium geht von Jerusalem aus in die ganze Welt, sagt Jesus ja auch im Missionsbefehl, ja? Geht zu den Heiden und kommt am Ende wieder nach Hause. Heißt aber, dass das Evangelium von den Heiden weggeht und sein Segen nimmt das Evangelium auch mit. Es nimmt es mit und das merken wir wirtschaftlich schon. Ja? Und es geht wieder nach Hause. Und dann haben wir Ölbaum und in der Mitte den Leuchter. Aber dann seid ihr ja der Leuchter. Ja, genau. Wir sind der Leuchter, der das Öl vom Ölbaum, wir sind ja eingepropft in den guten Ölbaum,
Wir sind der Leuchter, der Welt das Evangelium bringen soll, das Licht und die Hoffnung des Evangeliums. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Ja? Jetzt habe ich Israel auch noch die Menorah weggenommen. Es wird schlimm enden mit mir. Ja? Die haben ja die Menorah, haben die ja vor der Knesset stehen, ja, so groß als Israel-Symbol. Aber eigentlich ist die Menorah ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Ja? Ölbaum fing in Jerusalem an, Israel. Von Israel ging es zum Leuchter mit dem Öl des Ölbaums, brennt der. Und am Ende geht es wieder zum Ölbaum zurück. Ja? Aber der Leuchter, der sind wir.